Jetzt kommt ein Mann, der eine wirklich tolle Dokumentation gemacht hat, die sowohl interessante als auch erschreckende bis zum Teil auch ekelhafte Bilder mit sich bringt. Sie wird ausgestrahlt am Sonntag, richtig? Am Sonntagabend, am 24. Ist Sonntag der 24.? Ja. In Kabel 1 am 24. und am 1.12. Kommt der zweite Teil. In Kabel 1, der Mann heißt Richard Gress. Herzlich willkommen. Habe ich jetzt einfach mal gesagt, ekelhafte Bilder. Aber eigentlich ist es gar nicht ekelhaft, weil die Leute, bei denen du diese Bilder gedreht hast, das gar nicht als ekelhaft empfinden. Du bist Naturfilmer, Extremreisender. Wie würdest du dich bezeichnen? Ich würde mich als Abenteurer bezeichnen. Okay. Wobei das natürlich ein dehnbarer Begriff ist, aber ja. Du bist viel in der Welt unterwegs? Absolut, ja. Und du warst für diese Dokumentation, die auf Kabel 1 jetzt läuft? 2 Jahre. 2 Jahre unterwegs. In Afrika? Ja, in Afrika, in der Wildnis unterwegs. Und hast dort mit Stämmen, mit Leuten, die auch noch archaisch leben, zusammengelebt? Ja. Und hast viel Erfahrung gemacht? Und mich dort integriert. Ich habe den einen Stamm, die Suri, vorher schon mehrere Male besucht und kannte sie eben. Ich war bei dem Stamm schon komplett integriert. Wir schauen uns erst mal ein paar Bilder an, vielleicht, damit wir mal sehen, was du dort alles machst. Es wird auch nie mehr einen Stamm geben wie die Suri für mich. Das ist ganz klar. Das war der erste, bei dem ich mich wirklich integriert habe und mit denen habe ich eine Verbindung, die wird es nie mehr zu einem anderen Stamm geben. Das ist absolut klar. Ja, interessant. Aber auch schmerzhaft, oder? Schmerzhaft. Aber wie ich hier gesagt habe, ich würde mir die Blöße nicht geben, dann ja. Hast du es noch da? Diese ja, selbstverständlich. Die geht nie mehr weg. Da kann man sehen. Okay. Ja. Danach habe ich natürlich dann irgendwo zu Hause unter der Bettdecke geweint, aber zu dem Zeitpunkt. Und das, das ist tatsächlich mit einem Rasiermesser reingeschnitten. Ja. Dann wird danach Butter reingerieben. Ah. Durch das tierische Eiweiß kommt es zur Infektion und dann sollen die Narben größer werden. Ach so, bei mir wurden sie aber nicht. Ich dachte, ich haben die da kein antiseptisches Spray oder sowas? Nein, genau das Gegenteil ist der Fall. Es soll ja sich entzünden, damit die Narben größer werden. Ach was, und das ist nicht gefährlich? Passiert da nicht mehr, dass das mal die Entzündung dann, sag ich mal, auf den ganzen Körper übergreift und dann hat man den Salat? Genau das Gegenteil ist der Fall. Durch die Narbentätowierungen soll der Körper abgehärtet werden. Ah, okay. Und er wird tatsächlich abgehärtet. Okay, das habe ich auch selbst erfahren. Verstehe. Und wir haben noch einen weiteren Ausschnitt. Den schauen wir uns jetzt mal an. Gerne. Da können wir sehen, was du noch gemacht hast. Wenn man tatsächlich längere Zeit in der Wildnis unterwegs ist und wenig gegessen hat und dann das Glück hat, irgendwo einen Frosch zu fangen oder eine Heuschrecke, dann muss man sich da gar nicht mehr überwinden. Also Ekel existiert in der Wildnis sowieso nicht mehr. Da habe ich dann begonnen, eben die Frösche auch roh zu verspeisen. Mittlerweile mache ich das ruckzuck. Ich beiße ihn tot und verzehre ihn dann. Ganz normal, kein Thema. Aber am Anfang war das wirklich ziemlich eklig. Erstmal den Mund voll zu haben mit dem Frosch. Dann natürlich sollte er sofort totgebissen werden. Das passiert auch gleich. Und dann eben das hier durchzukauen und runterzuschlucken im rohen Zustand. Das ist schon eine gewisse Herausforderung. Ja. Da ist ja Dschungelcamp Pillepalle dagegen, oder? Ja, aber es ist ja wirklich alles echt. Ich war 2 Jahre tatsächlich in der Wildnis. Das machen die Eingeborenen auch? Nein. Das war jetzt in den Wildnisregionen, die zwischen den Stämmen sind. Okay. Die Stämme würden Frösche nicht. Ach, die hast du einfach aus Spaß gegessen, die Frösche, oder was?
Aus Hunger. Ich war unterwegs zwischen den verschiedenen Stämmen und da gibt es Wildnisregionen. Da geht niemand hin. Das ist normalerweise ein Grenzland zwischen zwei verfeindeten Stämmen. Ja. Also Niemandsland. Und dort habe ich immer wieder in der Wildnis gelebt. Kriegst du jetzt Ärger von Tierschützern? Nein, ja. Ich glaube es nicht. Die Franzosen essen Frösche auf. Ich habe auch immer wieder mal Tiere gerettet, Löwenjunge vom Verhungern gerettet und so. Und da wird man wohl noch mal einen Frosch essen dürfen, oder? So, wir haben gleich noch wirklich, also das ist, aber das weiß ich gar nicht, ob Sie, wenn Sie das nicht vertragen können, dann halten Sie sich am besten gleich die Ohren zu. Es wird lecker. Ja, es wird lecker. Wir schauen schon mal rein, was gleich auf Sie zukommt. Also nicht so schwache Nerven, kann ich nur sagen. Nein. Wir schauen es erst gleich, höre ich. Ja. Jetzt schauen noch keinen, damit Sie noch dranbleiben. Bis gleich. Ist bei uns zu Gast, der als Abenteurer und Extremreisender sozusagen eine TV-Dokumentation gemacht hat, bei der er mehrere Monate mit verschiedenen Stämmen in Afrika verbracht hat? Zwei Jahre sind insgesamt. Sind ja mehrere Monate. Genau. Und du hast wirklich Sachen gemacht, die man jetzt so im alltäglichen Leben eigentlich nicht machen würde. Wer jetzt kein Blut sehen kann, der sollte nicht hingucken. Ja? So. Das hättest du vorher schon sagen müssen. Ja, hätte ich oder? Vorher bei schon sagen sollen. Ja, genau. Leider zu spät. Aber hier, lecker Fressi gibt's jetzt. Ja. Es ist einfach nur eine Frage der Kultur. Der Gewohnheit auch. Der Gewohnheit auch. Das ist für die Leute ist das dort völlig normal. Die würden komisch gucken, wenn die hier sehen, wie Käse wie Menschen, zum Beispiel. Ja, oder Donuts essen. Und so. Ja. Oder Donuts. Ja, genau. Oder die Chinesen Hunde. Ne? Genau. Oder Käse. Oder Käse. Also die Chinesen zum Beispiel würden ja, ziemlich übel schauen, wenn sie Käse essen müssten. Ja. Habe ich mal gehört. Bin mir nicht ganz sicher. Das war jetzt dann, wie nahrhaft ist sowas? Absolut. Die überleben in der Trockenzeit tatsächlich hauptsächlich von Blut und Milch ihrer Tiere. Und müssen die Tiere dadurch nicht mal schlachten. Sie können sich einfach von denen ernähren. Sie zapfen die lebenden Tiere einfach an. Genau. Und dann, das ist wie bei der Blutspende. Ja, stimmt. Ja, da kann man ja mal hin und wieder einen halben Liter hergeben, macht nichts. Genau. Und nach 4 Wochen ist es dann wieder so. Ja. Die Tiere dürfen überleben und das ist ja auch eine diese Sache. Und weitere interessante Bilder gibt es zu sehen in der Dokumentation Die Wildnis und ich, Richard Gress in Afrika. Läuft in 2 Teilen am 24.11., also nächsten Sonntag, in Kabel 1 und am 1.12. der 2. Teil dann in Kabel 1. Sehr interessant, extrem. Ne? Extrem, aber es ist nicht nur eklig und nicht nur lecker, so wie es jetzt war, sondern es gibt auch wirklich spannende interessant. Ich fand das schon spannend und interessant, fand ich das auch. Also wenn Sie jetzt, das sind nur ganz wenig ekelhaft, das meiste ist total süß. Schön dosiert und ab und zu auch süß. Vielen Dank, dass du da warst und viel Erfolg damit. Am